Ja, vielen Dank für die Einladung. Zukunft ist das Oberthema, die erste Enttäuschung vorweg, die kenne ich auch nicht. Ich habe aber ein gutes Gefühl bei dem Thema Künstliche Intelligenz und insbesondere, dass das ein Thema ist, das uns in mittlerer und naher Zukunft auf jeden Fall im Energiebereich sehr beschäftigen wird. Wir haben das Thema heute schon mehrfach gestreift, das macht es mir jetzt am Anfang ein wenig leichter, in die Diskussion zu kommen. Ich habe nochmal zusammengefasst, die drei ganz großen wesentlichen Trends und Einflüsse, die uns im Bereich elektrische Energieversorgung, aber auch darüber hinaus, das Thema Sektorkopplung fiel ja heute schon ein, zwei Mal, in naher Zukunft beschäftigen werden. Das eine ist das oder der Umbau des Energiesystems. Wir haben das Thema viele kleinere Anlagen, die in ihrer gesamten Größe und in ihrer Gesamtheit systemkritisch sind. Wir haben das Thema Wettbewerb und neue Geschäftsmodelle. Das klingt immer so harmlos, aber Wettbewerb heißt Konflikt. Wettbewerb, der Kampf um Preise, der Kampf um Wirtschaftlichkeit, wenn ich das in sicherheitskritischen Systemen automatisiert umsetzen möchte, heißt das schon, ich muss mindestens flexibel sein bei dem, was da tatsächlich passieren darf. Da sind wir wieder bei diesem wichtigen Thema Standardisierung, Normung. Wie mache ich das, wenn funktional eigentlich überhaupt nicht klar ist von Anfang an, was die Geräte hinterher tun? Und dieses Element der Vernetzung durch Digitalisierung. Wir haben heute schon gehört, alles das, was vernetzt werden kann, wird vernetzt. Alles das, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Auch das lässt sich sehr einfach in einem Satz und in so einem Statement zusammenfassen. Da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Digitalisierungstrends sind dann zum Beispiel IoT, Internet of Things, haben wir gerade schon gehört, mehrere Milliarden Geräte im Internet, die dann plötzlich irgendwie mit dem Energiesystem interagieren. Ganz salopp oder provokativ schreibe ich dann immer dahin, Fernseher, Babyphone, Thermomix, Aquarium, was auch immer. Alles hat heute mindestens einen Stromanschluss und in Zukunft, wenn ich heute schon eben den Netzwerkstecker, das heißt, es hängt im Internet, es hängt am Internet of Things und letztlich damit auch in diesem, wie ist es heute, das Weltbetriebssystem, das in Zukunft die Wertschöpfung über viele Sektoren hinweg ermöglichen soll. Damit wird es aber auch anfällig für neue Effekte. Das heißt, wir haben einmal das Auftreten klassischer IT-Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal. Wir haben uns leider daran gewöhnt, dass IT-Systeme oder Software, die ich heute kaufe, einfach heute vielleicht noch nicht so funktioniert. Ich habe mich an Update-Zyklen gewöhnt, weiß, Donnerstag ist Patch-Day, dann kommt das, irgendwas, eine neue Funktionalität bei meiner App, ein Sicherheitsupdate, das meine Schnittstellen an der Stelle sicherer macht. Das ist natürlich auf der einen Seite etwas, was uns jetzt nicht mehr so sehr schockt, wenn das auf dem Handy, auf dem PC passiert, aber was uns natürlich zu denken geben sollte, wenn wir da über die Automatisierung von sicherheitskritischen Infrastrukturen stehen. Naja, und nicht zuletzt, und darum soll es heute auch hier in meinem Beitrag gehen, das Thema ausgefeilte Cyberattacken. Das heißt, die Frage, wie dann auch diese neueren, komplexeren Netze geschützt werden können, weil die Angriffsfläche sich erhöht, weil die Wechselwirkungen immer undurchschaubarer werden und letztlich damit die Komplexität des Gesamtsystems und die Herausforderung, das überhaupt noch verstehen, geschweige denn sich gegen Angreifbarkeiten in diesem Bereich zu schützen, steigt. Ja, Automatisierung und Potenziale für künstliche Intelligenz im Bereich dezentraler elektrischer Energieversorgung gibt es ganz viele. Und jetzt könnte ich das alles vorlesen. Dann wären wir heute Abend noch nicht fertig. Und wenn ich mir jetzt anschaue, in welchem Bereich da tatsächlich jetzt Potenzial für künstliche Intelligenz ist, maschinelles Lernen. Wir haben heute schon Anwendungsbereiche kennengelernt, Anwendungen, in denen das auch schon so passiert. Dann sind wir im Prognosebereich, im Lasterkennungsbereich, die Frage, wie ich dezentral Inseln ausregel, optimiere. Wichtig ist zu wissen, dass diese Systeme durchaus in unterschiedlicher Hand, damit aber auch eben immer größere Angriffsfläche für oder Einfallstore in diese sicherheitskritische Infrastruktur bieten. Und da ist doch jetzt dann die naheliegende Frage, wie wir auch Mechanismen der künstlichen Intelligenz nutzen können, um die Systeme vielleicht sicherer zu gestalten, aktiver dagegen anzugehen, dass ich über das Zusammenführen, das Miteinander verbinden von komplexen Teilsystemen, eigentlich immer komplexere, weniger durchschaubare Systeme bekomme und mich eigentlich schon heute fragen muss, was sind automatisierte künstliche Intelligenzansätze, um diese Systeme, die ich als Mensch in Zukunft auf keinen Fall mehr verstehen kann, dann immer noch sicher und zuverlässig zu betreiben. Ja, vor dem Hintergrund der Cybersicherheit oder der IT-Sicherheit ist dieses Zitat sicherlich hinlänglich bekannt von John T. Chambers, Cisco CEO, der gesagt hat, there are two types of companies, those that have been hacked and those that, or who don't know that they have been hacked yet.
Also dieses Zitat der "Assume your system to be always compromised" ist sicherlich einerseits eine wertvolle Übung, um einfach auch in das Mindset zu kommen, dass große, komplexe Systeme sehr aufwendig zu sichern sind. Und wenn die heute sicher sind, heißt das eben noch nicht, dass sie morgen, übermorgen, spätestens dann, wenn der Exploit, wenn der nächste Angriff veröffentlicht ist, dann immer noch sicher sind, sondern Sicherheit ist eben auch eine Daueraufgabe. Jetzt ist das im Energiebereich noch schlimmer oder noch herausfordernder, noch schwieriger, weil wir ein inhärent offenes System betreiben. Das heißt, wenn ich von Bankensystemen spreche, wenn ich von großen Datenbankensystemen spreche, die ich irgendwie isoliert betreiben kann, dann ist das schon spannend und dann ist das schon eine Mammutaufgabe. Das Energiesystem, das inhärent offen ist, das heißt, wir messen überall aus dem System zeitgleich. Das Thema Echtzeitdatenerfassung war ja heute auch schon ein Thema. Telemetrie, das heißt, ich bin darauf angewiesen, überall in meinem System zeitaktuell, zeitakkurat, präzise Messwerte zu erfassen und muss dann auf diesen externen Input rechtzeitig reagieren. Und ganz ehrlich, so ein System kriege ich nicht sicher, sondern in diesem Fall ist dieser Ausspruch "Assume your system to be always compromised" die einzige Art und Weise, wie ich mit diesen Unsicherheiten in diesem System umgehen muss. Das heißt, ich muss aktiv dafür sorgen, dass diese Kompromittierung, die ich in meinem System annehmen muss, und sei es dann einfach auch eine nicht absichtliche, das heißt ein fehlerhaftes Messgerät, ein fehlerhaftes technologisches Instrument, was auch immer in meinem System ist, und ich muss Mechanismen finden, darauf einzugehen und damit umzugehen. Ein sehr präsentes Ereignis in dieser Kategorie war sicherlich der Cyber- oder Hackerangriff auf das Stromnetz in der Ukraine. Da muss ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, das wird jedem hier im Raum ein Begriff sein. Aber die spannende Frage ist jetzt, lassen sich solche Schwachstellen denn nicht automatisch identifizieren? Oder wie machen wir das am besten? Denn ich habe da oben mal unsere Energiesysteme geschrieben, auch wenn es jetzt nicht hier in Deutschland war. Die Technologien sind natürlich die gleichen. Was die Automatisierung angeht, was die IT, die OT-Systeme angeht, hätte das natürlich genauso gut auch bei uns stattfinden können. Und der einzige Grund, dass es bei uns nicht oder noch nicht passiert ist, ist, dass es in dieser Form politisch einfach noch nicht opportun war, beziehungsweise dass so ein Angriff auf die Ukraine mutmaßlich von Russland verursacht oder ausgelöst an der Stelle politisch nahezu ohne Konsequenzen war, während das hier in Deutschland ganz anders aussehen würde. Ja, die spannende Frage ist, wie lassen sich solche Schwachstellen automatisiert identifizieren, und auf mein Eingangsthema zurückgehen, wie kann mir künstliche Intelligenz dabei helfen? So, und um die dramatische Pause zu verstärken, ein Schluck Wasser. Ja, das ist etwas, was wir bei uns im Hause nun seit knapp einem Jahr ganz intensiv erforschen und unter dem Stichwort Adversarial Resilience Learning verfolgen. Das klingt jetzt erstmal sehr sperrig. Da steckt gegnerisch drin, da steckt Resilienz drin und da steckt lernende Systeme drin. Das heißt, das ist ein auf künstlicher Intelligenz basierender Ansatz, in dem wir konkurrierende Agenten lernen lassen, durch Interaktion das System zu verstehen und zu modellieren. Warum ist das einerseits möglich? Weil auf der einen Seite wissen wir im Energiebereich sehr genau durch Standardisierung, durch technische Anschlussbedingungen, durch Richtlinien, durch genormte Prozesse sehr genau, was wir wie im Ernstfall zu tun haben, wie Entscheidungsprozesse laufen, wie sich die IoT in meinem System verhält. Das heißt, das ist das, was eigentlich heute schon, am Ende drückt immer noch der Netzleittechniker auf den Knopf, oder bestimmte Entscheidungen werden aus guten Gründen eben eher noch von Menschen getroffen und letztlich auch ausgelöst, aber die Prozesse da im Hintergrund sind weitestgehend automatisiert. Das heißt, das kennen wir. Und damit ist das sehr, sehr gut auch automatisiert durch sowas wie einen Softwareagenten an der Stelle, der im Hintergrund dann sowas wie ein künstliches neuronales Netz implementiert, auch zu verfolgen. Und auf der anderen Seite haben wir den Bösen, den Angreifer, den Attacker-Agenten, der jetzt versucht, das System mit den Freiheitsgraden, die er auch immer noch mannigfaltig im Netz hat, denn so eine technische Anschlussbedingung hat immer zwei Seiten. Sie sagt einmal, wie sich das System verhalten soll, definiert aber auch die Flexibilitäten, die Freiräume, die lokal zur Verfügung stehen und die bislang angenommen werden als sind stabil. In dieser Form ist das weitestgehend harmlos, was die Anlage da am Netz macht, und im Endeffekt steht da auch drin, wann die Sicherung ausgelöst werden muss und die Anlage vom Netz genommen werden kann. Das sind das, was ich gerne Set-and-Forget-Regeln nenne, und das ist eigentlich unglaublich gefährlich, weil wenn ein Angreifer jetzt über eine Vielzahl und in Erinnerung am Anfang stand, in ihrer Gesamtheit systemkritisch bekommt, dann kann er das natürlich jetzt nutzen, um
nach allen Regeln der Kunst, im Rahmen aller Standards und Normen hier Schindluder und möglicherweise bösartige Angriffe auf seinem Netz fahren. Naja, und im technisch dahinter steckt tatsächlich jetzt sowas wie ein neuronales Netz, neudeutsch Deep Learning. Und was die Agenten jetzt machen, die spielen gegeneinander. Und dann kann man sich das wie im Fernsehen vorstellen. Ich habe die Guten und ich habe die Bösen. Zwei Rechner, die anfangen, gegeneinander zu spielen. In der Mitte ist ein cyberphysisches System. Bei uns ist das ein Simulationsmodell. Immer größer werdende Netzmodelle von Netzbetreibern, die wir da als Partner haben, von Systemanbietern, die ihre Modelle oder Modelle ihrer Lösungen in diese oder auf diesen Systeme, auf diese Modelle integrieren. Und die spielen miteinander und der eine versucht, das System innerhalb der für die zuverlässige und für die stabile Energieversorgung notwendigen Parameterbereiche zu haben. Und der andere versucht natürlich, die Spannungsbänder zu verletzen, irgendwelche Schaltbereiche zu überschreiten und so weiter und so fort. Das ist jetzt unheimlich spannend, weil am Ende habe ich entweder einen Angreifer, den ich jetzt nutzen kann, um, wenn er austrainiert ist, um Schwachstellen in neuen Systemen zu finden. Das heißt, diese Angriffsvektoren, die der erlernt, sind einmal eine prima Analysegrundlage und dann auch Ausgangsposition, um existierende Systeme zu patchen, bestimmte Schwachstellen an der Stelle zu schließen und so weiter. Auf der anderen Seite trainiere ich natürlich immer mit und Gott sei Dank tue ich das, den Verteidiger auf der anderen Seite. Das heißt, eigentlich trainiere ich zu meinem bösartigen Angreifer, was durchaus kritisch ist, wenn man sich da mal weiter Gedanken drüber macht, natürlich auch eine Verteidigungsstrategie. Das heißt, einen Agenten, eine künstliche Intelligenz, die ich dann hinterher in eingebettete Systeme gießen kann, um beispielsweise auch rechtzeitig und eben viel schneller, als ich als Mensch das dann tun könnte, Schalthandlungen, Regelungen auslösen kann, um ganz explizit diese Angriffe, die wir auf der einen Seite erlernt haben, dann auszuregeln oder dagegen vorzugehen. Ganz wichtig ist, diese Angriffe müssen nicht nur böswillig sein, sondern wir stellen eben auch fest, dass bestimmte äußere Einflüsse wie Umwelteinflüsse, plötzliche Windflanken, die in eine große Anzahl von Windparks aus dem Nordwesten irgendwo rein rutschen, sehr schnell Systemeffekte auslösen, wo ich schon heute gerne automatisierte Lösungen habe. Und das Interessante oder das Nette an dem Ansatz ist natürlich, dass solche Elemente und solche Ereignisse gleich mitgelernt werden. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe mal hier so ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt so ein kleines, sehr simplifiziertes Netz. Und angenommen, wir haben eine Systemperformance, das kann jetzt die Spannungshaltung sein, das kann irgendwas anderes sein. Das ist auf jeden Fall hier die graue Linie. Und ich habe jetzt einen Angriff. Wir sehen in dem Beispiel hier, sind jetzt 6 dezentrale Anlagen von einem Angreifer übernommen worden und der tut alles, was er kann, um an der Stelle meinetwegen über Gleichzeitigkeiten die Spannung an der Stelle außerhalb der zulässigen Bereiche zu bewegen. Dann kann ich jetzt als Gegenspieler meinetwegen über die jetzt grün markierten Elemente dagegen halten. In der Konsequenz übernimmt der Angreifer vielleicht noch 2 weitere Anlagen, schafft es wieder, die Systemperformance ein wenig abzusenken. Der Verteidiger reagiert darauf eben wieder, indem er weitere Freiheitsgrade nutzt. Und am Ende bekomme ich so einen Gleichgewichtszustand, so ein sogenanntes Equilibrium. Das klingt jetzt sehr einfach. Tatsächlich ist die Krux dahinter jetzt, was wir gesehen haben, diese Verbreiterung der Angriffsbasis. Denn das ist eigentlich das, worum es geht. Ich habe nicht immer nur eine Anlage oder 6 Anlagen oder 12 Anlagen, die unter die Kontrolle von solchen Hackern, solchen Angreifern gelangen, um dann im Ernstfall gegen mich verwendet zu werden, sondern diese Angriffsbasis vergrößert sich. Und grundsätzlich, wenn ich jetzt eine Anlage von einer Firma XYZ oder 10 Automatisierungskomponenten, RTUs, was auch immer, unter meine Kontrolle gebracht habe, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr groß und die Möglichkeit da, weitere Geräte, ähnliche Geräte, die auf der gleichen Automatisierungsebene hängen, von den gleichen Herstellern sind, an der Stelle in diese Angriffe mit reinzunehmen. Und das mit zu simulieren ist etwas, was in der Vergangenheit noch nicht erfolgt ist, was aber in diesem Ansatz mit erfolgt. Und ich habe auch ein Video mal dazu mitgebracht, da müsst ihr mir die Regie jetzt helfen und einmal da drauf drücken.
Und das ist jetzt ein ganz kleines Beispiel, das ich jetzt hier nur mitgebracht habe, nämlich einem sehr einfachen Netz in der Mitte. Und wir sehen jetzt genau das live, natürlich stark verlangsamt, weil das in echt viel, viel schneller läuft. Auf der linken Seite den Angreifer und auf der rechten Seite den Verteidiger jetzt in dieser Form gegeneinander spielen. Und in diesem Beispiel versuchen die eben, die Spannungsbänder einmal zu halten und auf der anderen Seite die Spannungsbänder zu verletzen. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, in dem glücklicherweise der Verteidiger immer gewinnt. Ich muss leider sagen, dass je komplexer die Beispiele sind, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Verteidiger am Ende siegreich bleibt, quasi verschwindend gering ist, weil einfach die Vielzahl der dezentralen Anlagen und eben auch das Element des zeitlichen Vorsprungs, das heißt so ein Angreifer, der einmal gelernt hat, was die Schwachstellen eines Systems sind, kann die sofort ziehen und der Verteidiger hat immer das Problem des zeitlichen Versatzes dahinter. Darum ist natürlich jetzt die spannende Frage, und dann kommen wir schon zu meiner letzten Folie, wie gehe ich jetzt damit um? Und am Ende reden wir hier von einem Spiel, das klingt jetzt so harmlos, aber am Ende ist es genau das. Ich habe Angreifer auf der einen Seite, Verteidiger auf der anderen Seite. Ich kann das jetzt so modellieren und ich kann das auch in der Forschung... 1, 2, 3. Irgendjemand hat das Mikrofon mit auf die Toilette genommen. Ja, es ist ein Spiel und die spannende Frage ist ja, wie kriege ich jetzt dieses Spiel dazu, nicht mehr fair zu sein, weil ich jetzt an der Stelle ja kein faires Spiel möchte zwischen mir als Verteidiger und dem Angreifer, sondern wie manipuliere ich das Spiel und das ist dieser Punkt da unten, wie Rigging the Game ist ein ganz elementares Ziel von uns, das heißt, dieses Spiel weiter zu untersuchen und künstliche Intelligenz an der Stelle in die Lage zu versetzen, uns ganz aktiv bei der Ausregelung, bei der Stabilisierung dieser Systeme zu halten. KI wird eine zentrale Rolle in zukünftigen Energieversorgungssystemen spielen. Ich schließe mich unserem ersten Keynote-Vortragenden da an. Das ist eine Riesenchance, die sollten wir ergreifen, um all die Ziele, die wir mit der Energiewende, mit der Umstellung auf erneuerbare Energien verfolgen, auch erreichen zu können. Es ist eine unglaubliche technische Herausforderung beim Thema Standardisierung. Das Thema hatten wir heute Morgen ja schon. Wie standardisiere ich solche Systeme, von denen ich heute überhaupt nicht weiß, wie sie funktional in Zukunft aussehen? Alle KI-Verfahren im Feld, insbesondere im Einsatz von sicherheitskritischen Systemen, haben dieses ethische Dilemma. Wie gesagt, auf der einen Seite trainieren wir resiliente Systeme, aber ich tue das, indem ich den größtmöglichen, den bösestmöglichen und den fähigsten Angreifer trainiere, den ich natürlich dann auch nutzen kann, um als Angreifer da meinen taktischen Vorteil von zu gewinnen. Das ist tatsächlich etwas, was wir sehr intensiv bei uns im Hause auch diskutieren, weil es eben ganz, wir stellen fest, es ist extrem einfach, diese Set-and-Forget-Regeln, diese Automatisierungsfreigraben und Freiheitsgrade im Feld zu nutzen, um heute digitalisierte Energiesysteme in dieser Form anzugreifen. Aber all das tun wir im Rahmen eines bundesgeförderten Projektes, Smart Grid Cyber Resilience Lab im Auftrag des BMWI. Noch 3 weitere Jahre, da bauen wir diese Infrastrukturen realitätsnah auf, um eben hier nicht nur im akademischen Elfenbeinturm auf einer sehr abstrakten Ebene diese Angriffe dann auch lernen zu können, diese Schwachstellen zu identifizieren, sondern möglichst an den echten Leitsystemen, an der echten OT, auf den realen Energieversorgungssystemen, weil nur dadurch sich auch dann Werkzeuge, Methoden erlernen lassen, um damit aktiv umzugehen. Und damit bin ich auch schon am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.